Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Timo Schwiersch und dies sind die Themen für Mittwoch, den 7. Dezember. Gefühlt ist noch Anfang Dezember, doch schon steht das dritte Adventswochenende vor der Tür. Das bietet laut Marktorganisator Marc Fortmann von der Stadtverwaltung allerlei Vielfalt in der Holzbudenstadt rund um die Martinskirche, im Winterwald, am Rathaus und auf der Eisbahn. Los geht es mit dem Adventszauber am Freitagabend um 18 Uhr mit dem Konzert des Folktrios Holmes & Watson, das die Hake präsentiert. Wie in jedem Jahr gibt es natürlich auch 2016 am 24. Dezember die beliebte Weihnachtsbeilage der Hake. Dafür können Leser Geschichten, Gedichte, Fotos, Rezepte sowie von Kindern gemalte Bilder einschicken. Das beste Bild erscheint auf der Titelseite der Beilage. Aus allen Einsendungen werden 3 Gewinner gezogen, die Gutscheine der heimischen Geschäfte bekommen. Wie immer zum Jahresabschluss stellen die Mitglieder der Galerie N in Nienburg ihre aktuellen Arbeiten in den Räumen an der Leinstraße aus. Am kommenden Sonntag, 11. Dezember, wird um 15.30 Uhr die Ausstellung mit dem Titel Wir, Wir, Wir eröffnet. Der Ortsrat Erichshagen-Wölpe startet einen neuen Versuch, den Parkplatz am Sportplatz zu den Hülsen auszubauen. Einstimmig sprachen sich die Ortsratmitglieder dafür aus, nicht erneut ein rund 28.000 Euro teures Provisorium herzustellen, sondern für ca. 100.000 Euro einen richtigen Parkplatz zu bauen. Zum Sport. Nachdem Thorsten Hayen sein Traineramt beim Kreisklassisten SCB Langendamm vor wenigen Wochen niedergelegt hat, hat der Verein nun eine Lösung gefunden. Konstantin Iordache, der zuletzt beim Bezirksligisten STK Eilvese den Posten des Co-Trainers innehatte, wird in Zukunft die Geschicke in Langendamm übernehmen. Dritter Teil der Sportlerwahl 2016. Am Mittwoch stellen wir euch die 8 Kandidaten bei den Männern vor. Ab Sonntag kann dann abgestimmt werden. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake vom Mittwoch oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.